Rein geht's gegen Gent im Achtelfinale der Europa League. Und es ist ein Heimspiel. Ich spiele natürlich zu Hause nicht ganz so gern zuerst, muss ich sagen. Ich habe lieber das Rückspiel daheim. Aber wir werden das auch so hinbekommen. Die Genter sind nicht gut drauf, in einer schwachen Form. Sind sehr, sehr, also defensiv an sich in Ordnung, aber offensiv sehr torarm. Ja, und ungefährlich. Also da kommt nicht viel bei rum. Wäre natürlich für heute perfekt. Vorne zwei, drei Dinger machen, hinten die Null stehen haben. Und dann können wir relativ entspannt ins Rückspiel gehen. Das ist das Ziel. Im Prinzip spielen sie auch 4-2-3-1. Zumindest gehe ich davon aus. Und ja, damit haben wir kein Problem. Womit wir ein Problem haben, wenn sie in der Mitte Überzahl haben. Beispielsweise die Bochum haben wir 4-1-2-1-2. Aber da sehe ich jetzt nichts, was dem entgegensprechen sollte. Und vor allem ist ja auch Lukas Mekka wieder zurück. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Wie sehr müssen sich angesichts des Formunterschieds der beiden Mannschaften vor Nachlässigkeiten in Acht nehmen? Das ist der Punkt. Damit haben wir Probleme. Aber heute ist eine andere Art von Herausforderung. Und da zählt die Form eigentlich relativ wenig. Und das Wetter stört uns tatsächlich auch nicht. Und beeindruckend würde ich jetzt die Leistung gegen Fürth auch nicht unbedingt nennen. Aber wir wollen natürlich gut auftreten, ja. Und so gehen wir rein. Mit Gechter, Rahmani, Ayoub, Björkan bleiben außen. Dardai ist zurück für Mausehund. Bayer über die linke Seite. Rooney bekommt weiterhin das Vertrauen auf rechts. Und so geht Gent rein. Und Torunariga, ein alter Bekannter, der da in der Innenverteidigung steht. Mal schauen, vielleicht hat er ja noch was gut für uns und schenkt uns ein Tor. Oder zwei. Ja. Wir begrüßen die Spieler. Europa League K.O.-Runde. Jetzt hat sie so richtig begonnen im Achtelfinale. Und jetzt haben die Jungs auch Bock. Na gut, hatten sie ja auch schon in der Zwischenrunde und in der Gruppenphase. Aber in der Gruppenphase nicht immer. Aber ja, ne? Genau. So. Super Sätze hier vom Coach. Die machen natürlich heiß aufs Spiel. Rooney. Schöner Ball raus zu Mateusz Franca. Sehr weite Flanke. Bayer versucht den nochmal scharf zu machen, so gut es geht, aber da war nicht viel zum Scharf machen. War quasi schon durch die Flanke entschärft worden. Und die ersten Spiele, die hier durchgegangen sind, sind relativ klare Angelegenheiten. Ne? Ayoub, gut hinterher, Flanke kommt. Torunariga klärt, aber genau vor Jones und er auf Bayer. Und Bayer ist ja Mr. Europa League. Also da könnte auch noch was gehen heute. Ja, okay. Wir nähern uns an. Wir kommen näher. Aber nochmal kurz auf die früheren Spiele zurück. Also Galata, sehr, sehr deutlich. Kopenhagen auch 3-1. Sehr stark gegen Feyenoord. Und auch von Celta Vigo ein gutes Ergebnis gegen West Ham. Da bin ich ja sowieso froh, wenn nur noch einer von den beiden drin ist. Dardai nochmal für Gechter. Ah, oh, die Riesenmöglichkeit. Ganz, ganz knapp. Und Sassuolo sowieso auch sehr stark gegen Fiorentina. Das Ding dürfte durch sein, gerade weil sie auswärts gewonnen haben. So, Chipball. Torunariga klärt. Ngonge. Und Christensen auf Niangbo. Boah. Da ist die eine Unaufmerksamkeit in unserer Defensive. Und das hätten sie fast bestraft. Pedro Santos, gute Freistoßposition. Trifft aber nur das Netz. Jetzt kommt auch Gent so ein bisschen. Dardai, jetzt wieder mit der guten Freistoßposition geblockt. Ja, kriegen wir aber nicht scharf. Schade. Wir feuern die Jungs mal an. Aber vielleicht hier oben jetzt eine Balleroberung. Ja, und dann provoziert dabei Verlust. Dardai. Der ging durch. Jawohl, schön. Björkan. Gute Flanke. Nee. Versuch Nummer 2. Pass kommt nicht an bei Jones. Und dann könnte es wieder schnell gehen über Niangbo. Gut aufgepasst von Gechter. Björkan. Gechter. Dardai. Wir werden ein bisschen tiefer stehen. Ich möchte hier nicht diese Bälle riskieren. Dafür laufen wir auch ein bisschen später an. Hinten können sie rumspielen.
Das waren jetzt schon zwei Bälle zu viel in den ersten 25 Minuten. Ist das Spiel so ein bisschen abgeflaut. Parinjes mit dem Abschlag. Und er landet natürlich bei uns, bei Dardai. Aber Rooney nicht aufmerksam genug. Gorgé. Auf weite Wege, Hansje Olsen. Okumu. Christensen, Paul Fliet. Ist echt ein, also der ist ein Riesentalent, den haben wir auch nochmal angeschaut. Und Georgi Chakwetadze mit dem 1-0 für die Genta. Georgi heißt der wahrscheinlich, ne? Ach Mann. Kommt schon, Jungs. Echter. Gut, Kopfball gewonnen. Paul Fliet. Gut aufgepasst von Curtis Jones. Auf Willis legt ihn nochmal quer. Ja, da ist er zu viel Torjäger, ne? Als dass er da vielleicht mal die Übersicht behält. Also Gent spielt das bisher ganz gut. Halten sich da relativ zurück, aber sind trotzdem gefährlich. Richter Rahmani. Adai. Rooney. Rancha Chipball für Maxi Bayer und der macht diese Dinger. Wunderbarer Pass von Mateusz. Bayer vollendet 1-1. Alles wieder beim Alten. Und da jubelt er auch nochmal vor der Gent-Kurve. Richtig so. Zeig's denen. Weiß gar nicht, ob das Gent-Fans sind. Sind alle in Rot. Weiß nicht. Vielleicht haben sie irgendeinen Partner für einen. Gute Aufpassung. Von Gechter. Jetzt könnte es wieder schnell gehen. Rooney. Spielt das clever aus. Legt ihn quer. Willis. Oh mein Gott. Farinjes mit der Traumtat. Und Willis weiß selber nicht, wie er den Ball nicht versenken konnte. Dardai. Rahmani kommt nicht hin, Ball bleibt aber bei uns. Curtis Jones. Bei Wu. Dardai, wieder ein langer Ball, aber. Ah, Willis. Nee. Da stehen sie gut, die Belgier. Haben da auch kopfballstarke Spieler mit dabei, wie es aussieht. Aiwu. Macht zwar auf eigene Faust. Ball geblockt. Willis. Ja, wäre vielleicht besser, den nicht Richtung Tor, sondern einfach in die Mitte zu bringen. Aber gut, Björkan. Jetzt sind wir richtig heiß. Jetzt machen wir Druck. Jones, Francia, Rooney. Hardai. Jones raus für Björkan. Jetzt einen scharfen Ball rein. Komm. Jawohl, da ist es doch. Curtis Jones mit der Flanke und Willis. Endlich macht das Ding. Ein Kandidat fürs Tor des Jahres sehe ich jetzt in dem Tor nicht. Aber an sich war es trotzdem ganz schön. So, Björkan hier dreht er nämlich nochmal auf. Jones dann gefühlvoll in die Mitte. Und die Dinger kann Willis natürlich verwandeln. 2-1 Führung, sehr gut. Sehr wichtig vor der Halbzeit. Gute Balleroberung von Björkan. Maxi Bayer. Rahmani. Schöner Ball für Willis, lässt klatschen. Dardai. Findet außen ein Wu, der mit dem Chipball, der kommt jetzt nicht so. Und da ziehen wir uns dann halt jetzt zurück. War den jetzt langer Abschlag. Boah, wir kriegen ihn nicht verarbeitet. Niang Bo mit. Oh, da müssen wir halt die Bälle klären. 2-2. Also hier ist Action. Bei beiden Mannschaften offensiv super und defensiv schlecht. Ah, oh, ist noch nicht genug. Jungs, kommt schon. Arbeiten in der Verlängerung hart? Wer sagt denn, dass wir in der Verlängerung sind? Aber es ist noch nicht genug. Es ist noch nicht genug. Dardai, komm Junge. Dreh das Spiel für uns. Björkan. Gib Gas. Naja, wir machen mal weiter so. Petro Santos. Paul Fliet und Ngorje. Mit dem Abschlag, Kaltai ist da. Mit dem Abschluss. Petro Santos. Er wird nicht so richtig geklärt. Aber Paul Fliet kann zum Glück keine Kopffälle. Kaltai. Aiwu. Rooney, komm Junge, zeig mal was. Auch er rennt jetzt schon ewig der Form hinterher. Willis. Aber das sind halt nicht so die Bälle, die er dann gut verarbeiten kann. Die sind auch für ihn schwierig. Dardai mit der Ecke. Ja, Farinjes.
Lässt nur abklatschen, wir können es aber nicht nutzen. Rooney, mit viel Anlauf. Mit viel Anlauf, probiert's, ja. Nicht genug. Ich bin gerade am überlegen, ob wir ins 4-2-4 gehen. Aber ich muss sagen, Pep Guardiola hat mich gelehrt, in K.O.-Runden nicht mehr zu experimentieren. Ja, das ist einer für uns. Gut von Amir. Rechter Björkan. Klasse Ball für Rooney. Dardai rechts außen wartet eigentlich Ayew. Jetzt kriegt er den Ball, steckt ihn durch für Rooney. Und der flach rein. Alejo Velis. Doppelpack, 3-2 Führung. Super. Stadion rastet aus. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Das freut mich. Kommt schon. Und jetzt nur hinten gut stehen. Am besten den Torwart auswechseln. So wie der drauf ist. So, aber wir werden trotzdem wechseln. Ayew kommt raus, dafür Lara rein. Und für einen guten Curtis Jones kommt ein Mauser und weil er einfach defensiv nochmal einen Tick stärker ist. Also quasi jetzt ergebnisorientierte Wechsel. Hauptsache, das Ding festmachen. So, dann holen wir Matthäus Franca auch raus, bringen Dio Mondé dafür. Auf die 10. Und den letzten beiden Wechsel heben wir uns auch auf. Wahrscheinlich werden dann die Flügel nochmal getauscht. Defensiv würde ich dann ungern was ändern. Ngonge. Mit Villalba. Villalba, gut. Von Velis defensiv damit geholfen. Jawohl, Junge. Sehr stark. Altai. Altai. Mosund. Rooney. Jawohl, der Chipball für Velis ein Tick zu stark. Schade. Die Richtung hat gestimmt, kommt aber nicht ganz an. Farin jetzt mit dem Abschlag. Gut von Dardai, Rooney holt den Lara. Rahmani Dardai, Mausund. Willis Dardai, komm steck ihn durch. Rooney, steck ihn nochmal durch. Er will es selber machen, der Ball kommt irgendwie zu Willis von Maxi Bayer. Und da ist das 4-2. Sehr, sehr wichtig, wie im Hinspiel gegen Braga. Boah, wir machen es spannender, als es sein muss. Und dann können wir jetzt auch die restlichen Wechsel machen. Maxi Bayer rückt vorne rein. Dafür links das Comeback von Lukas Mekka. Und auf der rechten Seite kommt Hasan Ouedraogo. Gechter. Mosund, Dardai. Rahmani, Gechter. So, jetzt nochmal Platz für Björkan. Komm, mach das fünfte noch. Björkan, probier's selber oder leg den quer. Mekka! Oh Gott, der hat das Schießen komplett verlernt, während er verletzt war. Das war also auf dem, mehr als auf dem Silbertablett. Das war quasi noch mit dem Löffel in den Mund und trotzdem hat er es nicht geschafft. zu futtern. Dardai. Ja, Kopfball Tor vielleicht nochmal. Nee, wird geklärt, aber Hasan kommt von hinten. Versucht den quer zu legen, Rahmani nochmal. Mosund, Mekka. Ne, der will kein Tor schießen heute. Der kann Dardai schön durchgesteckt. Hasan, Diomande. Traumhaft gespielt. Also jetzt lassen wir wirklich Großchancen liegen. Für eine noch bessere Ausgangsposition. Dardai. Mosund kommt nicht hin. Ngonge kommt zum Konter. Ne, Lara passt auf. Minuten Nachspielzeit. Wir drücken hier sichtlich aufs 5-2. Aber vielleicht geht nochmal was für Gent. Nee, Amir passt auf. Björkan, Mausund. Ah, gut. Mekka mit Glück am Ball und jetzt wieder geschickt. Kommt da nochmal was von ihm? Zieht Mausund hinten. Mausund probiert es geblockt. Und jetzt sind wir defensiv komplett aufgelöst. Was ist da denn los? Ngonge. Binyang Bo. Och, Jungs, warum? Wir führen doch 4-2. Warum lösen wir hinten alles auf?
Mann, Mann, Mann. Mit Draogo nochmal, ne. Lara verliert den Ball. Jetzt aber nicht noch das 4-4. Boah, wir gewinnen 4-2. Es war nervenaufreibend. Wichtig ist, dass ein Sieg bei rumgekommen ist, aber jetzt müssen wir in Belgien natürlich sehr, sehr aufmerksam sein. Lara leider nicht gut reinkommen. Aibu, ja, auch mit der gelben Karte war nicht optimal. Altay ganz schwach wieder. Rahmani, Gechter, Björkan, okay. Dardai, okay. Uetraogo gut reinkommen. Bayer stark mit zwei Vorlagen. Ne, einer Vorlage, ein Tor. Velis im Doppelpack, wichtig. Jones, Franca, Rooney. Also die Offensive hat funktioniert, aber defensiv war es heute eine Katastrophe, leider. Wir müssen unsere Leistung steigern, ja. Leider. Jungs, auch wenn es euch nicht gefällt, war defensiv, war das nichts. Scheint eine super Moral zu herrschen. Ja, glückliche Spieler, glückliche Fans, glücklicher Trainer, glückliche Siege, ne? Und so weiter. Was für ein Comeback, es hat mir trotzdem nicht gefallen. Ja. An einem anderen Tag hätten wir vielleicht nicht das nötige Glück gehabt. Richtig. Und es hat Spaß gemacht, das zu bewundern. Wie sehen Sie das? Wir werden nicht weit kommen, wenn wir in Zukunft so verteidigen. Da muss man auch mal ein bisschen pessimistisch sein. Weil, ja, es bringt auch nichts, immer alles schön zu reden, ne? Naja, hier haben wir die weiteren Hinspiele. Erste vier haben wir ja schon gesehen. Villarreal gewinnt 1-0 gegen Stade Rennes. Frankfurt 0-0 gegen Angers. Und Wolverhampton mit einem 1-1 gegen Sturm Graz. Kommt da nicht an den Österreichern vorbei. Wäre für uns an sich besser, glaube ich, wenn Graz hier weiterkommt. Hier hätte ich lieber Angers. Da sind beide nicht so gut, hier sind auch beide nicht so gut. Galata ist okay. Kopenhagen wäre super. Und Sassuolo ist halt auch schwierig. Naja. Bevor wir nicht weiter sind, sollten wir über sowas gar nicht nachdenken. Wir sehen uns mit Köln. Haut rein.